Sie sind hier, vergrößern, verkleinern. Philipp Grubauer und Colorado Avalanche sind auf Playoff-Kurs. Urheberrecht Getty Images Update. Philipp Grubauer setzt sich mit Colorado Avalanche in der NHL gegen Domingue Cahan und die Chicago Blackhawks durch. Leon Dreisaitl unterliegt mit den Edmonton Oilers. Eishockey-Nationaltorwart Philipp Grubauer hat das deutsche NHL-Duell mit Dominik Cahan gewonnen und ist den Playoffs ein Stück näher gekommen. Mit der Colorado Avalanche besiegte der Rosenheimer die Chicago Blackhawks mit dem Olympiasilbermedaillengewinner Cahan 4:2 und kletterte in der Western Conference auf den letzten Wildcard-Platz. JT Compher, Colin Wilson, der Schweizer Sven Andrighetto und Derek Brassard erzielten die Tore für die Gastgeber. Chicagos Kapitän Jonathan Toews und Erik Gustafsson überwanden Grubauer, der sein 15. Sieg der Saison verbuchte. Die NHL live im TV auf Sport 1 und im Livestream. Dreisaitl verliert trotz. Es ist mit Oilers Leon Dreisaitl und Tobias Rieder unterlagen mit den Edmonton Oilers 3:4 nach Verlängerung gegen die Ottawa Senators. Edmonton zog nach Punkten mit Chicago gleich. Die Chancen auf die Playoffs werden aber immer geringer. Dreisaitl bereitete mit seinem 52. Es ist der Saison das 2:2 durch Connor McDavid vor und steht jetzt bei 95 Scorerpunkten. Für die Playoffs planen können Thomas Greiss und Tom Kühnhackl. Beim 4:2 Sieg der New York Islanders bei den Philadelphia Flyers waren sie allerdings nur Zuschauer. Punkt. 7 Runden vor Schluss haben die Islanders beruhigende 9 Punkte Vorsprung auf den ersten Nicht-Playoff-Platz.